starten. Wir begrüßen euch alle recht herzlich zur heutigen Medienkonferenz. Wir spielen morgen auswärts gegen den Neuchâtel Xamax, Runde 16 in der Deutschen Challenge League. Ja, schauen wir voraus auf morgen. Personelle Situation zum Spiel gibt einiges zu sagen. Gesperrt ist niemand. Gefördert haben wir den Turi Cicek mit 3 gelben Karten. Dann verletzt sind der Hasler, Rahimi, Gajic, wenn ihr ja auch mitbekommen habt, haben wir gestern eine Medienmitteilung gemacht, die sich leider das Kreuzband gerissen hat im Spiel gegen Wiel. Dann der Gabi Foser, der Isik, Destani und der Ibri Simovic, die sind definitiv nicht zur Verfügung morgen. Und fraglich haben wir zusätzlich noch der Toni Cicek, der ein bisschen angeschlagen ist dann für morgen. Ja, Stogi, starten wir mit dir. Schauen wir ein bisschen auf das genauer drauf. Wir haben es gerade gehört, eine grosse verletzte Liste für das Spiel morgen. Dafür wird der Simon Weber von der zweiten Mannschaft wird das erste Mal im Kader sein, was sicher auch für ihn sehr, sehr schön ist. Ja, kannst du vielleicht zwei, drei Sachen dazu sagen, ein bisschen einen Abdeck geben zu den Verletzten und vielleicht das eine oder andere Wort zum Simi? Ja, wir haben, gut, es sind natürlich ein paar Langzeitverletzte jetzt dabei. Der Milan kommt leider dazu auf die Liste, was natürlich bitter ist, Kreuzbandriss, ja, weil er wirklich wieder auch körperlich wieder in einer guten Verfassung ist. Scheiße für ihn, so wie ich das so sage, und scheiße für uns. Aber ja, aber wir haben den Isik, den Destan und den Fösi, die jetzt eigentlich auch wieder am Sprung zurück sind gegen den Ende Saison. Und dann eben bei den anderen ist eine längere Geschichte. Also es ist jetzt wirklich, es sind nur einige schwere Verletzungen. Aber ja, das ist mir halt auch nicht gefeilt. Und bei dem Isik glaube ich, dass es nächste Woche wieder langsam ins Training geht. Fösi auch, Destani vielleicht noch eine Woche länger, aber das passt ja. Und darum ist schon wieder eine Chance für andere und der Simi Weber und der Nico Hellbock trainieren jetzt mit, die letzte Woche schon. Und ich habe mich dafür entschieden, dass der Simi dabei ist, weil es einfach eben der eine oder andere verletzt hat, aber er hat sich da so verdient und deswegen ist wieder eine Chance für einen Jungen und er kann jetzt mal hinschnuppern, was es heisst, dabei sein oder bei den Profis dabei sein und das ist sicher eine gute Sache. Nebst denen, ja, andere Botschaften, wenn jemand verletzt ist, natürlich immer weiter. Danke, Stogi. Ja, Lurik, kommen wir auf die Sportlichen. Morgen gegen Xamax auswärts. In Neuchâtel im Hinspiel gegen Xamax hast du noch nicht spielen. Das war das letzte Spiel, das du noch aussetzen mit deiner Verletzung. Nachher bist du zum ersten Mal zum Einsatz gekommen, die Woche darauf gegen Schaffhausen, wo wir dann ja, souveräne 6-0-Siege holen konnten. Ein Sieg morgen wäre auch wieder mal wichtig, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, eben, wie schon gesagt, wie analysiert und alles, die letzten paar Matches immer gut gespielt, viel Chance rausgespielt. Aber nachher hat ja, das nötige Glück am Schluss doch noch gefällt für die 3 Punkte. Und ja, ich glaube jetzt eben nach dem Sio-Match und jetzt gegen Wiel, ich glaube die Mannschaft heiss drauf, dass wir morgen die 3 Punkte holen. Sehr gut, danke Lurik. Jetzt hast du eine Frage, hast du den Rahimi unter der Frage? Ja. Nein, verletzt auch. Das ist auch bei den Verletzten. Ja. Ist das aber wieder eine neue Verletzung? Ja, Stogi, er hat die auch wieder. Ja, er ist als 18 Monate weg, er ist auf einem guten Weg, dass es einen kleinen Rückschlag gibt, ist eigentlich normal. Er hat immer wieder ein bisschen Probleme, da muss man vorsichtig sein. Dass er dabei gesehen ist, ist auch von dir gesehen, auf der Bank gesehen, aber eben, jetzt hat er braucht dann schon eine Zeit. Also es ist jetzt nicht für heute auf morgen, dass es gut ist. Und deswegen, ja, er hat jetzt wieder ein bisschen Schwellig drin gehabt, nichts Grosses. Ich glaube, er braucht jetzt wirklich die Phase bis im Winter zum Antragen und wenn es gut geht, dass er im Januar normal ist, in die Vorbereitung einsteigen kann. Vielleicht auch noch zum Gajic, wie ist das in der Mannschaft aufgenommen worden? Das ist ja eine sehr bittere Nachricht. Ja, allgemein, so Verletzungen wie mit Niki O ist natürlich brutal bitter, aber man weiß nicht, er ist nicht mehr 20. Er hat jetzt so eine Verletzung, die in ein paar Monaten zurückwirft. Milan ist fix, Milan hat alles investiert, damit er der Mannschaft helfen kann. Das ist jetzt natürlich umso bitter und die Mannschaft hat auch gesehen, sie will noch für den Milan den noch weiter kämpfen, weiter machen und das so fortführen, weil er kann jetzt nicht mehr helfen die nächsten paar Monate. Ja, er hat natürlich ein grosses oder riesiges Standing innerhalb von der Mannschaft, rein schon von seiner Weite her, von seinem Typ, von seiner Persönlichkeit. Das kann man so jetzt nicht direkt kompensieren, aber Fakt ist, das gehört leider zum Fußball auch dazu. Und jetzt, ja, wenn andere in die Bresche springen und die Qualität auf den Platz bringen. Andere müssen in die Bresche springen. Ist der Herr Nervatier so einer, der da in die Bresche springen muss und vielleicht auch mehr Führung übernimmt? Also, Milan Gajic zum Ersetzer?
Ja, in pressenspringender Logik haben wir wollen haben unbedingt zum Verein, damit er genau auch die Rolle spielt, die er auch tut. Also es geht nicht darum, dass er jetzt ein Ersatz ist. Der Logik war für mich immer das Thema, dass er im zentralen Mittelfeld den Sef durch die Hand nehmen sollte und die Hand nehmen muss. Es ist ein anderer Spieler, wie es der Milan ist. In dieser Kombination wäre es natürlich dann auch interessant gewesen oder auch gut gewesen, Milan und Loric. Aber über Spieler reden, die jetzt nicht mehr zum Einsatz kommen. Ich bin froh, dass der Loric jetzt wieder fit ist. Er hat einen längeren Weg hinter sich gehabt. In seiner Zeit, wo er noch so zählt, ist er noch bei uns. Also es ist jetzt ein paar Monate gegangen, jetzt ist er fast fit. Ich glaube, er braucht dann schon eine Wintervorbereitung, um dann wirklich voll 100% zum fit zu sein. Aber das, was er mitbringt und der Mannschaft und Helfer hat man in den letzten Spielen gesehen, das ist für mich und für die Mannschaft extrem wichtig. Darum nicht in die Bresche springen, sondern er muss seine Rolle spielen und die Führung übernehmen. Und das macht er mit Leistung und das ist der richtige Weg. Und nochmal einen Milan Gajic ersetzen oder machen, wird so jetzt nicht möglich sein mit seiner Erfahrung, mit seiner zig hundert Spiele, die er gemacht hat und Champions League, die er gespielt hat. Es ist bitter, aber das Leben geht weiter und im Fußball ja, ist es immer wieder eine Chance. Und jüngere Spieler, die sich dann doch da so etablieren und wo in die Mannschaft positionieren können. Herr Lorik, wie ist es für euch als Spieler, wie mühsam ist es für euch, wenn man Woche für Woche sich eigentlich immer in den letzten Minuten und Früchte vor Arbeit bringt? Wie nehmt ihr das auf? Ja, recht mühsam. Irgendwann geht es einem auf den Sack, weil ich glaube, wir trainieren jede Woche hart, dass wir am Wochenende die 3 Punkte holen können. Und dann, ja, wie es halt in den letzten paar Matchen sollen sein, haben wir irgendwie gegen den Schluss immer, ich weiß nicht, ob es in den Köpfen ist oder allgemein, haben wir einfach ein bisschen nachgelassen und sind nicht so konzentriert bis am Schluss. Und ja, aber ist alles passiert, hat alles seinen Grund. Und ich glaube, jetzt ist die Mannschaft recht gut eingestellt, dass wir jetzt morgen dort hinfahren. Offensiv unsere Chancen auch ausnutzen, die Goals auch machen. Und hinten halt solid als Mannschaft bis zur 95. muss sie einfach verteidigen und das als Einheit auch machen. Braucht es einfach einen Befreiungsschlag, um das aus dem Körper rauszubringen? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt sind es schon 8 Spiele. Was halt immer ein Unentschieden hat gegeben oder eine dumme Niederlage, sagen wir mal so. Und ich glaube, ja, jetzt haben wir noch 3 Spiele bis zu den Ferien. Und ja, ich glaube, also mein Ziel und auch glaub, vom Staff und von der ganzen Mannschaft ist, dass wir jetzt in diesen 3 letzten Spielen das Maximum rausholen. Kann man das während dem Match ausblenden oder hat man das irgendwo ein bisschen im Hinterkopf? Ja, ich glaube, das ist Spieler zu Spieler anders. Also ich persönlich kann es total ausblenden. Ich glaube, es ist ein neuer Match, es ist ein neuer Gegner. Aber ja, ich glaube, es kann gut möglich sein, dass bei ein paar Spielern das im Kopf umschwirrt, dass man halt in den letzten, sag mal, 5 Matches immer nach der 80. das Goal bekommen hat. Es kann gut möglich sein, dass bei einem Spieler dann anfängt, jetzt könnte vielleicht noch etwas passieren, aber ich bin glaube genug Profi, dass ich das komplett ausblenden kann während des Spiels. Stocke vielleicht noch ein Wort zum Gegner, Xamax, wie stufst du sie aktuell ein? Du hast Anfang gesehen, wie sie zu den Favoriten dieser Gruppe zählt. Wie siehst du jetzt ihre Entwicklung? Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass sie das Potenzial haben von der Entwicklung her. Sie haben auch, wie eigentlich viele oder fast alle Mannschaften, einen Haufen Punkte legen lassen. Ist ähnlich, vielleicht, ja, mit uns vergleichen ist vielleicht nicht ganz richtig, aber sie haben auch, sind unter ihren Erwartungen, unter ihrem Ziel, das sie haben. Und sie sind keine Übermannschaft, sie spielen daheim. Wir haben in Neuenburg jetzt in jüngerer Vergangenheit auch gute Erfahrungen gemacht. Wir müssen das ausnutzen und das ist der Logik angesprochen, ja, sicher denkt der eine oder andere auch dran. Ehrlich, ich denke auch dran, aber für mich haben die das so oder erste Mannschaft gesehen. Wenn man dann so weit ist im Spiel, dass man darüber nachdenkt, dann ist man schon sehr weit und hat eigentlich schon vieles richtig gemacht. Also sprich, man ist wieder vorne, man hat vielleicht wieder eine gute Ausgangssituation. Und da geht es effektiv dann darum, die letzten Situationen dann so souverän zu klären, dass man das halt über die Runde bringt. Und das ist etwas, muss es immer positiv sein. Man kann jetzt draussen immer sagen, ja, man hat das nicht gut gemacht, man ist dann am Schluss noch eingebrochen, man hat Fehler gemacht, Eigengoal. Wo wir dann gegen die Wilo gemacht haben. Fakt ist aber, wenn wir wiederum in dieser Situation sind, dann haben wir über weite Strecken alles gemacht und aus dem Spiel sie und Wil dann die richtigen Schlüsse zogen und dann geht es eingemacht und wir würden die Situationen besser lösen.
mit dem Ziel morgen schon, aber sehr ruhig zurück, weil die Mannschaft, vor allem die Jungen, müssen das so lernen. Haben Sie den Berisha noch ein bisschen aufmuntern? Zumal klar, gegen seine Ex-Kollegen jetzt geht. Also aufmuntern nicht, aber er weiß, dass es nicht gut ist. Also ein Eigengoal ist immer scheiße. Das weiß er selber da. Aber ja, vom Verlauf, wenn wir haben Anfang der Saison auch schon das ein oder andere Spiel, wo wir Eigengoal gemacht haben, die Mannschaft ist zusammengewachsen. Die Mannschaft hat anders und hat sehr, sehr positiv reagiert auf das Ganze. Auch schon im Spiel selber, aber auch im Nachgang. Deswegen glaube ich schon und bin fest davon überzeugt, dass das mit allen, wo vielleicht auch schwierig zum Argumentieren ist für viele Außenstehende, aber es hat auch seine positive Seite, so eine Serie oder so ein Verlauf, weil man extrem viel lernen kann und man dann Stück bei Stück mit einem Erfolgserlebnis logischerweise, also wir brauchen die 3 Punkte, definitiv, für Selbstwertgefühl, für Selbstvertrauen, das ist mir schon bewusst, aber das dann ein wichtiger Baustein sein kann für die kommenden Spiele. Das muss ja für die auch im ersten Moment sehr frustrierend und ärgerlich und nervig sein. Wenn sowas passiert und man denkt, schon wieder haben wir Punkte verschenkt. Frustrierend ist, weil ich sehe, dass die Mannschaft die ganze Woche wirklich viel investiert, gut schafft, auch mit allen Ausfällen, die es immer wieder gibt, gut umgeht. Das ist frustrierend, dass es dann eine Situation ergeben kann. Ist mir bewusst, ist mir als Spieler auch schon immer bewusst gewesen. Ich nehme es so und auch die Mannschaft. Das sind immer Lernkurven für 2 Siege folgt, lernt man auch, aber man kaschiert vielleicht auch vieles. Jetzt sind wir klar in einer Situation, wo wir 8 Spiele, 3 Punkte, kann man nichts wegdiskutieren und nichts schön reden. Und Fakt ist schon, wir reden jetzt nicht davon, zu sagen, es ist alles gut, es ist alles super, wir müssen nur die 3 Punkte holen. Wir wollen den Sieg haben, damit wir auch wieder ein bisschen Selbstbewusstsein haben, von hinten wieder einen Schritt weiter wegkommen. Weil man darf nicht die Situation, wo wir sind, lügen und auch nicht irgendwo falsch interpretieren. Ja, wir könnten, wir müssten, aber mit dem, es ist die blödere Aussage, es ist die gefährliche Aussage, wie jetzt das, was wir gemacht haben, weiterhin machen. Wir haben sie auch in Turbio, sind wir 3-1 vorne gewesen, während 90 Minuten. Darum muss ich zwar fast nicht mehr sagen, aber es ist wirklich so gewesen. Wir haben dann trotzdem noch 2 Punkte abgegeben. Wir haben gegen Wiel die bessere, klare Chance gehabt. Wir müssen den Sieger vom Platz gehen. Haben es auch nicht gemacht, jetzt kommt Xamax und jetzt ist es Zeit, dass wir 3 Punkte fahren. Gibt es für die noch ein Ziel in den letzten 3 Spielen, ein messbares Ziel, was ihr am Punkteschnitt oder als Ziel setzt für die letzten 3 Spiele bis zum Hintergrund? Da habe ich jetzt gesehen, 3 Spiele, 3 Siege. Also eben, an dem wird man dann immer festgemacht, festgeschnagelt. Das ist aber keine Utopie, sondern das ist das, was die Mannschaft leisten kann. Ist das möglich? Aber es setzt natürlich einen gewissen Druckfaktor auf, es ist mir klar. Aber wir müssen uns bewusst sein, wenn wir die Leistung abrufen, was wir können, ist das durchaus möglich. Nur eben, der zweite und der dritte Schritt machen wäre jetzt falsch. In Neuenburg 3 Punkte holen, dann können wir noch von Stadnione und von Bellinzona reden. Und ja, Ziel, ja klar, Punkte maximal rausholen, weil genug Punkte sind Leben auch.